Hallo Leute, willkommen bei der LS19 Mercury Farm. Dies ist Teil 25. Inzwischen ist hier auch dieses Sojafeld reif und da hinten auch das Haferfeld. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen Wasser verkauft und jetzt starte ich hier erstmal die Ernte. So, ein bisschen näher ranfahren. Na komm. So. Und dann kann der Helfer loslegen. Meine Idee war, dass ich heute Abend noch die beiden Felder ernte und Soja verkaufe und den Hafer eventuell zu den Pferden bringe und auch schon mal den Grubber anwerfe, aber sonst das Feld unbestellt lasse und morgen werde ich dann gleich als erstes diese Felder verbinden. Weil es zieht sich sonst immer später raus mit dem Reifwerden und dann dachte ich mir, es macht wohl Sinn, mal einen Tag zu überspringen. So, und jetzt gucke ich auch mal hier nach dem. Okay, da ist es schon wieder passiert. Stopp kurz, Helfer. Oh ja, vier Bahnen. Der macht das ganz brav mit dem Mähen plus Ladewagen. Aber er merkt nicht, wenn der Ladewagen voll ist. Dann muss man immer mal wieder gucken, ob er voll ist oder ob er noch effektiv am Arbeiten ist. Und jetzt habe ich schon zu spät geguckt. Dann muss ich diese vier Bahnen von Hand einfahren. Ich meine, das geht, es gibt Schlimmeres. Aber da sollte man öfter mal gucken. Das mit dem Helfer inklusive Ladewagen funktioniert also nur so halb, könnte man sagen. Aber immerhin. Ich meine, man muss jetzt von Hand dann sozusagen nur das mit dem Ladewagen einfahren, was man verpasst hat, weil man nicht aufgepasst hat. Ja, man kann hier dieses Feld schon noch ein bisschen vergrößern, wenn man bedenkt, was für ein Riesenfeldstreifen hier nicht Feld ist, also von hier bis zum Kuhstall. Ich würde etwa die Hälfte von dieser Strecke, also bis dahin, wo der Trecker jetzt steht, noch als Feld machen und den Rest als Wendestreifen lassen. Und auch mal ein bisschen weiter hochgehen. Da sieht man den Rand. Ich fahre mal ungefähr hin bis zum Rand, damit ihr den auch seht. Also da, wo jetzt das Mähwerk ist, da ist das der Rand vom Feld. Ich denke mal, da kann man das schon noch um einiges nach links verschieben. Also so 3-4 Bahnen müssten schon noch gehen. Das heißt, ich werde hier jetzt dann trotzdem Feld vergrößern, aber ich muss es nicht komplett neu anlegen. Und das finde ich schon ganz gut. Es ist schon ein echter Vorteil gegenüber der Situation, wie ich eigentlich gedacht habe, dass es nämlich noch gar kein Feld ist. So. Und hier oben könnte man wahrscheinlich auch noch vergrößern. Mal gucken. Ja, er wendet oberhalb vom Feld, also unterhalb vom Feldrand. Er schafft's nicht bis ganz hoch, wahrscheinlich wegen des Anhängers. Ich meine, das würde dagegen sprechen, unten das Feld zu verlängern, wenn er da Wendeprobleme hat. Nun ja. Oh, und hier ist noch ein Baumstamm. Okay. Dann muss ich da auch noch mal mit der Stumpenfräse vorbei. Komisch, das Wort vergesse ich ständig. Aber ein bisschen vergrößern kann man das Feld bestimmt.
Und vor allem, wenn ich mir mal einen Schwader leisten kann, dann würde ich das sozusagen getrennt machen, das Mähen, und danach kommt dann das Schwadern. Und dann würde ich schon noch mit selber das Einfahren mit dem Ladewagen. So, hier muss ich jetzt auch noch mähen. Ja. So, zack, zack. Jawohl. Weil ich denke, dann besteht die Chance, dass er das Feld vollständig abmäht, wenn man den Ladewagen nicht dranhängen hat. Aber ich finde es jetzt schon ganz nett, dass der jetzt im Prinzip die Kompletternte macht. Ah, vielleicht hat ihn da auch der Baumstumpf irritiert. So, jetzt vorne wieder abschalten. Es ist schon ganz schön spät am Abend inzwischen. Aber ich denke mal, die nötigen Sachen, die kriegt man schon noch heute erledigt. So, jetzt. Jetzt lasse ich wieder den Helfer ran. Das letzte Stückchen. So. Okay. Die Ernte ist dann zwar weniger ausgiebig als sonst, wenn man hier nur dieses Stück Feld macht und dann auch noch einen Teil davon nicht wegen Wänden und so. Und? Schaffst du es? Na, jetzt tut es sich aber schon schwer. Was macht er denn jetzt? Er hat Angst vor dem Baumstumpf. Also so geht's aber nicht. Gut, dann muss ich den bei nächster Gelegenheit wegmachen. Also ich nehme mal an, dass es die Angst vorm Baumstumpf ist. So. Jetzt einschalten. Muss ich hier diese Runde halt auch noch. Naja, das ist bisher eher, sagen wir mal, experimentelles Helfermähen. Aber immerhin. So. Ah, toll. Nicht gemäht. Weil hochgeklappt. Ja, wenn man sich dann über den Helfer ärgert, der mal einen Fehler macht, da kann ich mich dann gleich mit anschließen, weil ich mache auch oft genug selber Fehler. Andere LS19-Spieler sind vielleicht besser als die Helfer, aber ich nicht unbedingt. So. Und dann ist das sowieso nur noch eine Bahn. Mache ich. Ah, nee. Jetzt fahre ich hier erstmal gerade durch. Und dann werde ich mal schauen, was ich mit den ganzen stehen gelassenen Stücken mache. So. Ich meine, das Stück Wiese zwischen hier und der Stelle, wo ich am Morgen abgemäht habe, das könnte ich dann ja auch morgen früh mähen, weil dann ist das wenigstens schon mal reif. Dieses hier wird ja wahrscheinlich dann erst am Spätnachmittag reif werden oder so.
Jetzt fahre ich hier noch so ein bisschen wirr in der Gegend rum, bis das Ding voll ist. Jawohl, jetzt. Okay. Ja, und wenn ich es zeitlich schaffe, könnte ich morgen hier schon mal Feld vergrößern machen. Und vielleicht könnte ich mir dann auch einen Schwader kaufen. Ah, und vielleicht fragt ihr euch, wofür überhaupt ein Schwader? Jetzt klappt es doch auch ganz gut. Ja, also so wie es jetzt ist, klappt es halbwegs gut. Nicht sehr zufriedenstellend, würde ich so sagen. Weil halt nur ein Teil des Feldes gemäht wird. Und natürlich auch, weil man immer gucken muss, ob der voll ist. So, jetzt hänge ich hier den Pöttinger erstmal ab. Und dann mache ich mal alles sauber. So. Ja, also wofür den Schwader? Wenn ich weiterhin mit dem Mähwerk mähe, logisch, werde ich tun. Dann habe ich zwar im Prinzip schon so eine Art Schwad da liegen, aber das ist halt immer nur eine Bahn pro Bahn. Und wenn ich dann mit dem Schwader drüber fahre, dann macht der aus drei Bahnen eine Bahn. Und das heißt, ich muss dann mit dem Ladewagen nur noch ein Drittel der Strecke abfahren. Und das würde schon was bringen, selbst wenn ich dann noch selber mit dem Ladewagen fahren muss. Aber das geht dann erstens schneller als jetzt, weil kein Mähwerk mehr dran ist. Und ich muss halt nur noch ein Drittel der Touren fahren. Und das macht dann schon einen gewaltigen Unterschied. Das heißt, ja, den Trecker könnte ich auch gleich noch sauber machen, wenn ich schon dabei bin. Die Graserntemethode der Wahl wäre Feld so groß, wie es sinnvoll ist, machen und dann mähen, später vielleicht auch mit dem breiteren Mähwerk. Aha, Helfer B hat einen fast vollen Korntank. Sehr gut. Aber erstmal mit dem kleinen Pöttinger und dann mit dem Schwader drüber und dann selber mit dem Ladewagen fahren. Und solange ich keinen Schwader habe, würde ich es aber erstmal so weitermachen wie jetzt. Also mit Ladewagen dranhängen, weil das ist ja eigentlich ganz witzig, dass das so halb geht. So. Und bevor ich das hier jetzt platt fahre, gucke ich mal nach meinem Erntevorgang. Okay, der ist auch fast fertig mit dem Ernten. Oh, da muss ich den anderen Trecker wegfahren. Komm, Flotti, Flotti. Jetzt verkaufen wir noch mal schnell ein Wasser. Und ich denke, dann sollte das auch reichen für heute. So. Ja, Helfer B ist fertig, das ist gut. So, um die Ecke. Jawohl, verkaufen. Ich hoffe, es sind noch 5.400 paar zerquetschte. Ja, da habe ich mich jetzt finanziell schon wieder aus der Misere rausgearbeitet. Ja, 4.000, fast 500. Gut, wird langsam weniger. Aber ich habe hier auch ordentlich Wasser geliefert. Ich denke, für heute reicht es. Ups, ups, ups. So.
Jetzt fahre ich den Wassertank mal schnell auf den Hof und hänge mir den Anhänger dran. So. Okay. So. Na, jawohl. Ja, und das sind schon auch ein paar Stücke, die er nicht erwischt hat. Die mache ich jetzt erst noch mal von Hand. So. Na komm, Stückchen zurück, trau dich. Gut. Ups, so. Tja, sollte man eigentlich auch ein Vorgewinde machen. Aber man kann ja hier jetzt auch das Restmähen machen. Ich denke, das geht fast schneller als mit Vorgewinde. Weil mit Vorgewinde würde man dann sagen, oh, das müssen 2, 3 Reihen sein und so. Und so mäht man gerade die paar Halme ab, die noch stehen geblieben sind. So. Okay. Und dann kann er gleich beim Haferfeld weitermachen. Na, da merkt man auch, dass dieses Feld deutlich größer ist. Das andere kleine Feld, das hat ja gerade mal so 1600 oder sowas ergeben. Also 1600 Tonnen oder 1800 Tonnen. Nein, schön wär's. 1800 Kilo. 1,8 Tonnen. Wie schnell man sich da mal ums Tausendfache vertut. So, jawohl, jetzt darfst du Hafer mähen, die abendliche Ernte. So, und du darfst jetzt gleich grubbern. Also wenn hier so im Herbst die Haupterntezeit ist, das ist, wenn der Mais reif ist, dann arbeiten die auch immer. Legt der keinen Schwart ab? Ich lass ihn mal wenden. Also kein Strom. Ist doch Hafer, ja. Hafer gibt doch Strom. So. Ja, immer schön das Getreide platt fahren. Stopp. Jetzt fährst du erst noch mal ein Stückchen zurück. Naja, hier braucht man eigentlich auch Vorgewinde, aber das mache ich nachträglich. Und jetzt mache ich Strohablage anschalten. Jawohl. Gut. Und jetzt darfst du so loslegen, Helferich. Gut. Jawohl, und wir fahren jetzt zum Grubbern. So.
Ne, noch ein Stückchen. So vielleicht. Ja, das müsste passen. Und loslegen. Sehr schön. Wunderbar. Und jetzt verkaufen wir die Sojabohnen. Gucken wir mal. Wow, im Gartencenter kostet es 900 nur. Oh, die anderen Preise sind leider gefallen. Livestock Market. Okay, fahren wir zum Livestock Market. Ich meine, da ist es gut, dass ich vorhin schon das bisschen verkauft hatte, was ich schon hatte, denn da habe ich ja einen deutlich besseren Preis gekriegt. Ja, ist ja danke, dass ihr für mich anhaltet, meine Lieben. Ja, ich weiß, die haben wegen des Helfers angehalten. So, das wird dort beim Livestock Market bestimmt verkauft als Futter für die Schweine oder so. So. Na, irgendwann werde ich mir auch mal Schweine anschaffen. Aber ich schätze erst, wenn ich dieses Agroforestry-Feld habe und dort dann auch schon viele Sachen angebaut habe. Weil ich möchte die nicht mit gekauftem Schweinefutter durchfüttern, sondern ich möchte denen dann schon die Mischung selbst zusammenstellen und da ist eine Menge Vorbereitung nötig. Und mit den winzigen Fältchen, ach so, das ist hier nur für Grassachen. Dann fahren wir mal hier hin. Jawohl. Ja, 5.800. Sogar mehr als für eine Fuhre Wasser. Das ist schon irgendwie bitter. Da hat man ein Feld, das wird angesät und also erst gegrubbert, angesät, dann gewartet und man hat sich das Feld teuer gekauft und geerntet. Und dann muss man weit fahren und kriegt kaum mehr als für eine Fuhre Wasser. Aber da sollte ich besser nicht jammern, sondern ich sollte mich freuen, dass man mit dem Wasser so einen schönen, einfachen Nebenverdienst hat. Tja. So. Und wenn ich mal größere Felder habe, wird das ja auch alles lukrativer. Insofern mag ich diese kleinen Schnuckelfelder zwar schon, aber sie sind eigentlich unwirtschaftlich. So. Aber so für den Anfang ist es jetzt ganz nett. Oh, ich müsste hier auch noch mit dem Ladewagen kommen, wenn ich das Stroh nutzen will. Sollte ich eigentlich machen. Also jetzt fahre ich hier erstmal die Silage platt. Also die angehende Silage. So. So. Ja, wird ein Weilchen dauern. Okay. Na, und irgendwann werde ich mir hier für die Silagearbeit
wahrscheinlich auch die Ballenpresse besorgen, weil das unterm Strich schneller geht, als hier im Fahrsilo Silage zu machen. Und dann mache ich halt Rundballen. Die sind dann auch gleich fertig. Da muss man nicht über Nacht warten. Und die Silageballen für die Kuhfütterung, die kann ich dann ja hier in diesem Fahrsilo stapeln. Dann habe ich die immer griffbereit. Aber so eine Ballenpresse kostet halt auch ordentlich und dann braucht man natürlich auch noch einen Wagen, um das abzutransportieren. So, 73% habe ich schon. Das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. So, sehr gut, 80, 81. So. Das ist eigentlich ein schönes Licht. Ich mache mal ein Erinnerungsfoto. So, ein bisschen näher ran. Es sieht jetzt wirklich nicht spektakulär aus. Da hatte ich schon krassere Bilder beim Silage machen. So in der Art, aber festgehängt. So. So. Hundert. Wunderbar. Dann hüpfen wir mal raus. So. Ist zwar ein bisschen huppelig. Das könnte dann schon ein bisschen problematisch werden. Mit dem Ladewagen. Aber der Trecker ist ja recht stark und das macht viel aus. Stark und schwer. So. Was bin ich froh über diesen Trecker? Der ist echt gut. Obwohl ich ja ein Valtra-Fan bin, aber dieser Trecker hier, der hat richtig Wumms. So. Also Gewicht und Stärke. Und das merkt man auch. Man merkt es beim Mähen am Hang und beim Ziehen des Ladewagens durch das Fahrsilo und bei diversen anderen Sachen merkt man einfach die Kraft von diesem Trecker. Uiuiui, das Haferfeld ist schon fertig abgeerntet. Beziehungsweise das, was der Helfer für fertig hält. Bin ich mal gespannt, was er so verzapft hat. So. Na, immerhin ist es noch nicht dunkel. Wenn auch die Schatten immer länger werden. So, bleiben wir mal hier stehen. Gucken mal. Ah, der ist fleißig am Ackern. Sehr brav. Gut, das ist so wie sonst auch. B. So. Es ist eigentlich weniger Aufwand zum selber machen
als wenn man ein Vorgewende macht. So, und da vorne war noch so ein Eckchen. Und wenn die Bäume mal alle weg sind, bringt das bestimmt auch noch was. So. Und ich fürchte fast, dieser Baum muss auch weg, denn irgendwie wird da immer ein Eckchen von dem Feld nicht beackert. Gut. So. Naja. Ist jetzt nicht die Welt an Menge, aber ich denke mal, ist ganz passabel. Auf jeden Fall werden sich die Pferde freuen. So, wunderbar. Jetzt wird er noch geputzt und wieder in den Stall gebracht. Unser Riesenbüffel. Was für Mähdrescher fahrt ihr denn gerne? Also ich mag diesen Rosszell-Masch eigentlich ganz gerne. Der fährt zwar so ein bisschen eierig, aber ansonsten ist es ein richtig feines Gerät, finde ich. Ist natürlich ein Kleinmähdrescher. Aber ich finde ihn besser als den kleinen New Holland. Und noch viel besser als dieses Billiggerät, das rote. Ich glaube, das heißt sogar Büffel. Also er hier hat, glaube ich, schon mal ein deutlich breiteres Mähwerk. Und das macht schon was aus, finde ich. Na, fährst du? Jawohl. So. So, brav, hast du deine Arbeit erledigt. Jetzt, das muss abgefahren werden, dann müssen wir das Stroh einsammeln und dort dann auch noch grubbern. Und ich glaube, das Stroh packe ich erstmal in ein Silo, weil momentan braucht, glaube ich, keiner dringend Stroh. Wenn ich dann mehr Kühe habe und mehr Pferde und so, dann werde ich natürlich auch mehr Stroh brauchen. Ja, und morgen werde ich dann wieder ein Pferd gegen mehrere Pferde eintauschen, damit wir hier so nach und nach immer mehr Pferde haben. So. So, sehr schön. Das war's schon. Na, aber der Futternapf sieht voll aus. Futtertrog. Und der Wassertrog sieht auch noch akzeptabel voll aus.
Wahrscheinlich lohnt sich ein. Geht es hier rein? Ja. Wahrscheinlich lohnt sich echt ein mittelgroßes Feld, das man immer mit Hafer bestellt. Beziehungsweise eigentlich ist es ja nicht gut für die Böden, immer das Gleiche anzubauen. Also sagen wir mal, mehrere mittelgroße Felder, hier vielleicht sowas in der Art, aber davon mehrere. Dann kann man hier fahren. Nee, da komme ich bestimmt in irgendeiner Hecke, lande ich dann in einer Sackgasse. Ja, also mehrere mittelgroße Felder, wo man im Wechsel Hafer und andere Sachen anbaut und der Hafer dann immer für die Pferdeversorgung. Weil die fressen schon ordentlich was an Hafer weg. So. Jetzt noch hier schnell das bisschen Stroh eingesammelt. So. Es ist ja jetzt nicht die Welt. Aber man freut sich ja über jedes Stroh, das man so hat. Also ich zumindest. So. Na, und ein paar kleine Felder sollte ich wohl auch behalten, weil es einfach so nett schnuckelig ist. Man ist so schnell fertig mit so einem Feld. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Es ist halt so eine, sagen wir mal, gemischte Freude mit den kleinen Feldern. So. Ja, nehmen wir hier das Äußere. Aber so ist es ja auch im echten Leben mit so vielen Sachen. Viele Sachen machen einem auf der einen Seite Freude und haben aber auch Nachteile. Und die Sachen, die diese Nachteile nicht haben, die haben halt andere Nachteile und ja, und das ist ja eigentlich auch ganz gut so. Dass man nicht sagen kann, kleine Felder haben nur Nachteile. Und das aufs ganze Leben bezogen. So. Hier, das kann man einfach mal so nebenbei noch schnell miterledigen, dieses Stroh einsammeln. So. Trägerballett. Also ein Ladewagen ist echt unverzichtbar. Also finde ich, es gibt bestimmt auch Anbaustile, wo man ohne den auskommt. Also wenn man sagt, Stroh brauche ich nicht und ja, oder nur Baumwolle anbaut oder sowas, dann braucht man auch keinen Ladewagen. Aber ich brauche irgendwie den Ladewagen als fast als häufigstes Gerät nach den Treckern. Was für ein klein Häuschen ich da hab. Aber ich meine, es reicht völlig aus.
vor allem wenn man so als Landwirt alleine lebt. Aber wahrscheinlich könnte man da auch eine kleine Familie unterbringen. Vater, Mutter und zwei Kinder, so ungefähr. Ups. Huch. So, sehr schön. Dann lasse ich den, sagen wir mal, einfach hier stehen, so dass er abmarschbereit ist, um wieder zu den Tieren zu fahren. Jetzt gucken wir mal. Der Herr Grubber ist gerade fertig geworden. Na prima. Das passt doch ganz hervorragend. Dann kannst du hier jetzt sofort weitermachen. So. Und ich denke mal, das war's dann auch für heute. Die nächste Folge gibt's dann also am nächsten Tag. Ja, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.